Hey Leute, was geht? David von Idle hier. So, ich habe ja letztens mal den Stuhl erstellt und da kam ich auf die grandiose Idee, beziehungsweise ich bin über ein anderes Tutorial gestolpert, wie man so ein altes Sofa erstellt. Und da dachte ich mir, ja, hey, das ist doch mal eine super Idee, da ich diesen Raum hier habe und hatte ich mir gedacht, wir können den ja mal in der Zukunft, wenn ich mal dazu komme, verschiedene Tutorials zu machen, dass wir diesen Raum einfach füllen. Ich hätte zum Beispiel damals mal euch gezeigt, wie man diese Lampe herstellen kann. Dann letztens war der Stuhl dran und heute hatte ich mir gedacht, mein Sofa. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch sehen wollt. Ich bin halt offen für alles. Ich kann euch auch gerne mal zeigen, wie ich generell den Raum gemacht habe, als solches, so in den leeren Raum. Und ansonsten würde ich mich halt mal freuen, wenn mir einfach wissen lässt, ob wir es gemeinsam irgendwie ein bisschen vollstellen können. Ich hatte damals mal ein Tutorial gemacht, wie man ein Sofa erstellt. Das ist prinzipiell dasselbe im Grün, nur halt ein bisschen komplexer, damit es halt einfach ein bisschen schicker aussieht. Deswegen als erstes machen wir uns einen Würfel. Das ist praktisch erstmal das Kissen und das werden wir dann später klonen und daraus halt ein Sofa erstellen. Und das machen wir erstmal praktisch nur ein so ein Kissen. Machen wir uns halt einen Würfel. Den Würfel machen wir jetzt so klein, wie ihr das halt haben wollt. Letztendlich ist es halt, ja, die Form eines Kissens soll es halt darstellen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, wie ihr das dann haben wollt. Später können wir das alles ja noch skalieren und dann werden wir das da noch fein justieren, aber erstmal so im Ungefähren, wie das dann aussehen soll. Ihr solltet das nicht zu klein machen, denn sonst ist das Bearbeiten ein bisschen schwer. Ich denke, so ist es erstmal ganz gut. Bevor wir ganz kurz anfangen, muss ich hier nochmal mein Layout ändern. Und zwar nach Standard. So, wenn wir uns das jetzt erstellt haben, so ein Würfel, dann wählen wir uns erstmal Segmente aus. Die X-Segmente, da wählen wir uns, na, wählen uns mal, das sind letztendlich die Kästen, die da drauf kommen, also sprich diese fluffigen Dinger, die bei so einem Retro-Sofa zu sehen sind. Und da macht ihr euch mal, wie viel ihr haben wollt. Ihr solltet das halt jeweils, also Z und X sollten identisch sein, damit es halt Quadrate ergibt. Denn ansonsten sieht das nicht gut aus. Ich denke mal 3 vielleicht. Ah, Quatsch. 5, 3. Ja, lassen wir erstmal 3. Oder machen wir 4. Ja. Ja, ich denke, gut, das ist momentan erstmal das Tutorial, wie es aussehen soll. 4, denke ich, ist okay. Dann hier die X lassen wir 1. Und ja, das werden wir uns dann zurechtschneiden. Jetzt drücken wir mal C auf der Tastatur, damit wir dann Polygonobjekt, also damit wir die bearbeiten können. Dann gehen wir in die Flächen rein, damit wir uns die Flächen bearbeiten können. Wer schaut denn da Polygon aus? Na, ah, hat er nicht genommen. C, jetzt hat er es genommen. Und wählen uns erstmal die gesamte, beziehungsweise, bevor wir es machen, machen wir uns was Schnitte rein. Das heißt, wir wählen uns das an. Rechnermaustaste, erstmal weg. Rechnermaustaste, Messer. Dann machen wir Loop vom Modus her und schneiden uns erstmal so Ringe, also Ränder rein. Sie sollten relativ eng beieinander sein und unten muss jetzt nicht hundertprozentig akkurat sein, aber sollte dann ziemlich dicht beieinander sein. Dann wählen wir uns die obere Fläche aus. Rechte Maustaste innen extrudieren, nur ein Mü, wirklich ganz wenig. Dann rechte Maustaste wieder und extrudieren. Und nach unten, auch nur ganz wenig. Denke, so ist okay. So, dann machen wir bei den Seiten, die wollen wir uns ein bisschen reinziehen praktisch. Deswegen wählen wir uns,
bei der Selektion und die Loop-Selektion aus. Wir wählen uns hier Rand. Ah, Loop-Selektion natürlich. Und wählen uns diesen Rand aus. Dann nehmen wir uns das Skalierwerkzeug und skalieren es einfach ein bisschen rein. Nicht so viel, nur ein bisschen. So, ich denke, das ist okay. Dann nehmen wir unser Werkzeug nochmal, um die einzelnen Positionen auszuwählen. Und dann wählen wir uns quasi so als Schachbrettmuster, wählen wir uns so alle zwei aus oder sowas. Ja, ich denke, so ist gut. Und die machen wir dann quasi, das sieht dann aus wie diese Bubble, die ihr dann sehen könnt. Rechte-Maustaste, Bevel. Und das ziehen wir uns nach oben. Ich denke, so, ja, nicht zu. Ich denke, so ist in Ordnung. Dann wählen wir uns die anderen an. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr verschiedene Positionen auswählen. Und wählt alle an. Und ihr geht auf Neue transformieren. Dann habt ihr das identisch schon. Also, ich hoffe, das wird was. Jetzt machen wir uns noch an den Seiten nochmal ein paar Schnitte rein, damit wir es nochmal mehr bevelen können. Das heißt, wir drücken worauf, damit wir diese Aktion wegbekommen. Rechte Maustaste, Messer. Und wählen, machen hier einen Schnitt. Und machen hier einen Schnitt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann machen wir nochmal ein paar Schnitte und zwar mittlere Maustaste, dann in die Oben-Perspektive. Und dann wählen wir uns, dass die Ränder, dass die Ecken quasi noch ein bisschen mehr smoother sind. Also, wir machen uns hier einen Schnitt rein. Dann machen wir uns hier einen Schnitt rein. Da hier ein Schnitt und da ein Schnitt. Und wir machen uns nochmal jeweils Schnitte rein in die quasi in die Polsterungen. Jeweils überall, so in der Mitte sollte es sein. Es muss jetzt halt nicht unbedingt alles perfekt, akkurat sein, aber so in etwa halt möglichst Mitte. So, und hier. Dann gehen wir wieder mit der Maustaste in die Zentralperspektive und werfen das Ganze mal in ein Halbbahnhöhe ab und gucken, wie es aussieht. Ja. So, jetzt rennen wir mal. Das sieht doch eigentlich schon mal okay aus. Kann man nicht nein sagen. Klar, das ist noch ein bisschen zu flach. Das werden wir noch alles jetzt fein justieren. Aber so von der Aufmachung her ist es doch schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir in unseren Punktemodus, wählen unser Selection Tool aus, wählen unser Würfel aus und wählen uns die Punkte aus, die hier die Ritzen markieren sollen, quasi. Und dann hier, hier und hier. Wenn euch die Achse hier im Weg ist, drückt ihr Alt D und dann ist die Achse weg. Dann könnt ihr die fehlenden Dinge markieren. Und wieder mit Alt D ist es wieder da. Mittelmaustaste, dann in die Seitenperspektive und ziehen es ein bisschen runter. Nicht zu extrem, ungefähr so wie bis zu diesem Schnitt, den wir hier gemacht haben. Und dann gucken wir mal. Und das sieht auf jeden Fall nur besser aus. Wir werden hier mal ein Material draufschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als Default habt. Wenn ihr unter den Content Browser geht, unter Prime, dann könnt ihr mal unter Materials und dann habt ihr verschiedene Materials. Könnt ihr Misc zum Beispiel gehen und habt hier ein paar Default. Wenn ihr runtergeht, findet ihr irgendwann Fabric. Und dort hatte ich mein Fabric gefunden. Da könnt ihr ganz viele verschiedene Farben auswählen. Also
Leder zum Beispiel, ich denke, Leder ist auch ganz nett. Auf jeden Fall nehmen wir uns erstmal unser hier. Fabric, ziehen es rein. Und ziehen wir das mal ganz kurz drauf. Ich werde es noch ein bisschen kurz ändern. Ich gehe rein und nehme dieses Muster hier mal raus, weil irgendwie stört das mich. Ups, Quatsch. Das ist ein Layer sogar. Okay, dann nehmen wir das hier mal kurz raus. Diffuser nehmen wir raus. Lösche. Relief nehmen wir kurz raus. Glanzlicht, okay. So, ja, okay, so sieht doch schon mal ganz gut aus. Das wollen wir, es ist jetzt immer noch nicht unbedingt genug. Deshalb, also hier, das ist eigentlich schon mal die Seiten. Das ist, ja, die Seiten sind mir ein bisschen zu schwach. Hier die typischen Seiten, die man von Kissen hat, von Retro-Kissen. Deswegen nehmen wir uns unsere Würfel. Nehmen wir unser Loop Selection Tool und wählen hier den Rand aus. Dann ziehen wir den ein bisschen runter und skalieren ihn ein bisschen raus. Obwohl es hier nicht runter hat, sondern hochziehen, damit es einfach ein bisschen spitzer aussieht, quasi. Ja, ich denke, so ist doch schon mal okay. Und das machen wir unten auch. Also wir nehmen unser Loop Selection Tool, nehmen dann unsere Ebene hier, also unser Ring, ziehen das ein bisschen nach oben und ziehen das ein bisschen raus. Ja, ich denke, so ist okay. Dann gucken wir mal, nehmen wir vielleicht noch andere Punkte. Obwohl, nee, dann, okay, gut. Das andere ist dann so weit. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, ich denke, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So ist es gut. Gucken wir mal andere Projektionen, eventuell Flächen. Okay. Nee, alles klar. Quader. Ja, okay, Quader hat auch was. Das ist halt mehr detaillierter, glaube ich. Okay, lassen wir auf jeden Fall so erstmal. Ihr könnt ja euer eigenes erstellen, beziehungsweise ihr könnt mal googeln, wie ihr da irgendwas mitmachen könnt. Was halt wichtig ist, dass ihr halt Reliefs macht, diese Bumps quasi. Weil dann kommt halt dieser Stoffmuster, dieses Stoffmuster gut zur Geltung. So, dann machen wir, dann transformieren wir das noch ein bisschen. Und zwar, wir gehen hier auf dieses hellblaue Symbol, gehen auf unseren FFD. Quasi das FFD, das zieht das alles noch ein bisschen in die Länge und in die Höhe und in die Breite, wie ihr das wollt. Gehen wir unser Objekt Managen Tool. Und ziehen uns das ein bisschen runter. Und machen das ungefähr gleich mit unseren Kissen. Also natürlich müssen wir das ein bisschen weiter überhalb unserer Polsterung machen. Und von der Breite sollte es ungefähr identisch sein. Ja, auch ein bisschen weiter als unsere Ecken. Denke, gehen wir mal in die Perspektive von vorne. Okay, da sehen wir schon. Ungefähr so. Noch ein bisschen in die Höhe, das heißt, wir können es einfach verschieben. Und so. Haben wir das doch schon mal. Okay, das. Ah, okay. Dann gehen wir nochmal rein. Und zwar müssen wir das von der Seite ein bisschen verschieben. Das heißt, unter FTD. Und den skalieren wir mal ein bisschen nach draußen. So ungefähr. Dann machen wir uns Segmente rein.
Und zwar in der Breite und Fülle, wie wir unsere Polsterung haben. Deswegen wollen wir die Polsterung hier ein bisschen nach oben haben. Dementsprechend müssen wir ungefähr so viel Segmente reinmachen, dass es auf jeder Polsterung oben einer liegt. Wir können rechte Ma mit der Maustaste oben Perspektive und dann seht ihr, wenn ihr die Segmente verschiebt, also sprich mehr Segmente, dann habt ihr das irgendwann so weit, dass es halt in der Mitte aufliegt. Da haben wir noch die Z-Segmente ungefähr so. Die Segmente an der Seite lasst ihr so einfach, wie sie sind. Ja. Und deshalb, dann ziehen wir die ein bisschen raus. Also wir nehmen unser Punkt Selection Tool, nehmen unser Selection Werkzeug, wählen uns die Punkte mal an der Seite und wie ihr sehen könnt, na, wie ihr sehen könnt, okay, ich hatte jetzt A angewählt, das wollte jetzt nicht. Warum euer die Seite anwählt. Und das Selection Tool. Nur sichtbare Elemente selektieren, okay, das hat er. Und jetzt nehmen wir nochmal A. Selbstverständlich müsst ihr euren FFD natürlich noch als unterordnen zum Würfel, ansonsten passiert nichts. Das ist natürlich klar. Jetzt, wenn ihr es seht, ja. Okay, der Vorzeigeffekt. Eigentlich sollte sich das verschieben. So, also warum auch immer, er scheint wohl den FDD nicht zu ordnen, deswegen müsst ihr den erst unterordnen und dann verändern. Heißt, wir haben den gelöscht und wählen uns nochmal aus. Dann tun wir den nun unter den Würfel und jetzt werden wir den am einfachsten hier von der Länge so ein bisschen justieren. Mit der Maustaste können die Oben-Perspektive anwählen und dann so, dass es halt ungefähr passt. Und von oben ungefähr passt. So. Dann machen wir uns nochmal Segmente. Das heißt, wir hatten gerade 9. Und bei Z und X 9 jeweils. Und nehmen wir unser also Punktewerkzeug und wählen uns, also oben Perspektive. Jetzt wählen wir mal uns die Punkte an, die oberhalb des Polsters liegen, das wir haben wollen. Hier, 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 hier. Wenn ihr mit der Maustaste, also wenn ihr wieder das auswählen wollt mit der Achse Alt D, dann könnt ihr euch auswählen. Obwohl müssen wir gar nicht auswählen. Aber trotzdem ist halt Alt D. Und jetzt haben wir alles. Nicht hier noch. Und zwar jetzt ziehen wir uns das ein bisschen hoch. Und wie ihr sehen könnt, verändert sich etwas die ganze Struktur von den ganzen. Nicht zu weit nach oben, nur ein bisschen. Ich denke mal, so ist in Ordnung. Und dann nehmen wir uns, wo ist es in Ordnung? Schauen wir mal. Ja, das sieht doch auf jeden Fall gut aus. Genau, lassen wir so. Dann nehmen wir uns die Seiten. FDD, wir auswählen. FFD. Und Seiten ziehen es ein bisschen weiter raus. Dann diese Seite hier ziehen wir die raus. Und diese Seite hier. Na, nehmen wir. Drehen wir das einfach um. Und nehmen die letzten zwei Seiten.
einfach so, wie es euch gefällt. Ziehen wir ein bisschen weit nach außen. So, ich denke, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Dann erstmal mal rendern. Ja, sieht auch schon mal ganz kissig aus. So, jetzt machen wir uns noch die Knöpfe rein, weil das gibt dann alles ein bisschen abgerundet alles. Dann machen wir so eine Kugel. Die Kugel verkleinern wir ein bisschen. Das heißt, wir können auf die Kugel gehen. Unser Radius machen wir mal, also relativ klein machen wir mal 5. Okay, das ist ein bisschen zu klein. Ja, okay, doch, zu klein. Machen wir mal 10. 10 könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein. Dann machen wir mal 8. 8 sollte gut sein. Dann klonen wir uns das. Das heißt, wir gehen in unser MoGraph Clone Google rein. Auf Gitter. Die Anzahl machen wir nur 1. Und wählen wir uns mit der Maustaste oben Perspektive und jetzt wollen wir die genau da justieren, wo wir die denn haben wollen. Das heißt, in dieser Reihe ein bisschen kleiner. So. Damit die halt dazwischen liegen, wo wir die haben wollen. Und jetzt stecken wir die ein bisschen weiter rein. So ist okay. Und wir wollen vom Klon her die noch ein bisschen gedrückt haben, das heißt transformieren. Und wir machen die ein bisschen platt von der Größe her. Also von der, ja, von der Rundigkeit her ein bisschen platter. Denke, so ist in Ordnung. Okay, das ist jetzt echt interessant. Weil, wie ihr sehen könnt, ist das hier etwas weiter unten als der Rest. Das scheint dann wohl ein bisschen uneben zu sein. Das heißt, wir justieren uns das einfach mit unserem Drehwerkzeug. So sollte doch in Ordnung sein. Ja, okay, gut. Eventuell machen wir uns die Kugel doch noch ein bisschen kleiner. Nicht 8, sondern 6 könnte gut sein. Nehmen wir uns den Klon wieder. Ziehen ein bisschen weit nach oben. Also, mich stören jetzt diese ganzen Unebenheiten hier. Deswegen gehen wir mal ganz kurz Cloner und drücken C. Damit können wir jede einzelne Kugel auswählen. Und deswegen machen wir ganz kurz einzelne Kugeln. Die ziehen wir unten, dann die kurz etwas weiter nach oben, dann die auch ein bisschen positionieren. Und ich denke, soweit der Rest sollte eigentlich fein sein. Gucken wir mal. Ja, sollte okay sein. Textur kopieren wir uns ganz kurz. Legen wir sie auf Cloner drauf. Den einzigen Unterschied machen wir. Wir machen das ein bisschen heller. Rendern wir mal. Okay, ist ein bisschen zu stark. Ja, ich denke, so ist ja okay. Prinzipiell ist es okay. Ja, so ist okay. Dann werden wir das alles mal kopieren mit Alt-G und machen wir uns, also weil wir sind jetzt fertig mit dem Kissen, jetzt klonen wir uns nur ganz kurz. Das heißt, wir wählen uns an, drücken C, kopieren uns das, damit wir das Referenzobjekt haben. Dann, wenn wir das verhauen, dann haben wir immer noch das Original. Blenden wir kurz aus. Und dann öffnen wir das
wählen alles mal an und drücken C. Denn jetzt könnt ihr hoffentlich alles skalieren, ohne Einschränkungen zu haben. Genau. Jetzt könnt ihr alles, wie ihr wollt, skalieren. So, dann nehmen wir uns den Cloner, tun unser Kissen in das Cloner-Objekt rein. Das können wir mal umnennen in Kissen. Wählen Cloner-Objekt auf Linear. Ja, Linear. Dann. Nicht, obwohl nicht näher, machen wir Gitter. Machen wir dementsprechend natürlich nur 1. Das ist halt 0. Und hier machen wir auch mal. Und jetzt die Größe ziehen wir uns etwas raus. Können rechte Maustaste drücken und sehen dann, bis es anschließt. Damit es real aussieht. So, ungefähr so haben wir es. Dann kopieren wir uns das, den Cloner, C und V, und kippen den einfach. Am besten 90 Grad. Deshalb nehmen wir hier am besten bei H 90 Grad. Gehen wir erstmal unseren Objekt Modus 90 Grad. Oder auch nicht. Ja, das ist die P-Value. Okay, 90 Grad. Okay, dann machen wir doch minus 90 Grad. Und dann müssen wir das noch ein bisschen ziehen. Dann ein bisschen hoch. Und so, dass wir halt einfach gute Sitzgarnitur hinbekommen. Ungefähr so. Dann müssen wir das noch in der Höhe skalieren. Das heißt, wir nehmen uns Drehwerkzeug. Ach, Quatsch. Wir wählen unser Kissen aus, weil ein Kissen verändert dann alle Kissen. Und dann skalieren wir das. So, dass es ungefähr passt. Werden wir noch ein bisschen runterziehen. Und ich denke, ja, okay, ein bisschen höher noch, ein bisschen mehr skalieren, ein bisschen nach außen. Bisschen höher, so sollte okay sein. Ziehen wir das ein bisschen, okay. Ziehen wir das ein bisschen in die Höhe. Voilà. Und so sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir uns noch den, noch so eine Oberfläche, also eine. Die Sitzfläche, also die Kissen haben wir gemacht, so eine Unterlage. Heißt, wir gehen an den Würfel, machen den Würfel von der Breite her halt so wie unser Kissen. Von der Höhe ungefähr auch. Und ziehen uns das einfach nur runter. So ist okay. Das können wir jetzt auch dieselbe Farbe nehmen. Dann haben wir es so schon mal. Das können wir auch ein bisschen kleiner und auch ein bisschen enger skalieren. So ist in Ordnung. Und dann wollen wir unsere Lehnen herstellen. Heißt, wir nehmen uns einen Würfel. Den Würfel machen wir ungefähr auf Lehnengröße. Zum Beispiel diese Seite und ein bisschen kleiner und ziehen uns das ungefähr passend. Ich denke, so ist in Ordnung. Dann ziehen wir es natürlich kleiner. Ungefähr so.
So ist doch einigermaßen gut. Ich denke mal von hinten noch, also ungefähr so. Und jetzt mal ein bisschen runter. Ja, okay, so ist okay. Dann machen wir dasselbe in grün praktisch, also nicht alles, sondern nur ein bisschen. Das heißt, wir drücken C. Rechte Maustaste. Ja, okay, Würfel. Unser Werkzeug, unser Polygonwerkzeug, rechte Maustaste, Messer. Und dann machen wir uns die Ecken wieder Kanten rein. Ja, ungefähr. Und so welche. Hier wieder. Und hier. Und unten auch. Da und dort. Und hier und dort. Dann wählen wir unser Loop Selection Tool aus. Loop Selection. Unsere Ecken an und skalieren die ein bisschen rein. Beziehungsweise, okay. Haben wir auch noch vergessen, auf Messer. Wollen natürlich hier auch dasselbe haben. Da. Und hier und hier und hier. Jetzt unser Selection Tool. Und dann skalieren wir das ein bisschen rein. Nicht so extrem, sondern nur so ein bisschen. Dann nehmen wir uns die Seite. Rechte Maustaste. Innen extrudieren. Nur ein ganz kleines Stückchen und extrudieren ein Stückchen rein. Dann machen wir uns noch ein paar Schnitte rein. Messer, das heißt, wir gehen wieder raus, Selektion wegmachen, Messer und einfach nur irgendwelche Kanten. Hier, hier und hier, Cuts reinmachen, hier, hier, hier und hier und hier. Machen wir einfach nur, damit es mehr gebevelt aussieht alles. Dann nehmen wir uns einen Hypernerve und tun unser Würfel, ups, unser Würfel in Hypernerve rein. Ne? Okay. Das ist natürlich doof. Und zwar, dann machen wir die Ecken. Das lag wohl daran, sicherlich, ja, dass wir halt die Ecken hier ein bisschen zu viel Cuts reingemacht haben. Heißt, wir wählen unseren Würfel aus. Dann, ja, genau, hier haben wir zu viel Cuts rein. Das ist aber okay. Und zwar, wir machen uns einfach neu nochmal. Heißt, wie gesagt, wir sollten nicht so viele Cuts reinmachen. Ein bisschen verändern, bisschen ziehen. Dann ungefähr passt es. Ziehen wir uns daneben. So. Ein bisschen kleiner noch ziehen. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja. Jetzt aber. Rechten wir uns C. Dann auswählen unser Auswahlwerkzeug, rechte Maustaste, Messer. Und zwar, weil der Fehler war, wir hatten hier die Schnitte reingemacht. Und zwar, wir wollen nämlich nur hier Schnitte haben. Eins und eins und eins und eins. Dann machen wir uns
Noob Selection. Und skalieren wir das. Skalierwerkzeug nehmen. Ein bisschen rein skalieren. Nicht so viel. Ich denke, so in Ordnung. Wir unser aus hier an der Seite. Rechenmaustaste extrudieren. Und rein extrudieren. Nicht so stark, nur ein bisschen. Dann wählen wir uns wieder, also abwählen. Dann machen wir Rechenmaustaste wieder Messer. Und machen hier einfach ein paar Segmente mehr. Quasi. So ist okay. Da, und jetzt versuchen wir es nochmal mit unserem Hypernerve. Und voilà, sieht es dann so aus. Das wollen wir haben. Ich denke, das ist so in Ordnung. Dann werden wir es mal kopieren. Und auf die andere Seite tun. Okay, die Lehne ist jetzt doch ein bisschen zu. Aber gut, das ist kein Problem. Ein bisschen zu niedrig. Wenn euch die Achse zu weit nach außen ist, dann könnt ihr hier auf das zweite Feld gehen und die Achse einfach reinholen und dann weiter verschieben. So, dann werden wir das nochmal wegen ein bisschen hochskalieren. Es geht ja. So. Denke. Noch ein bisschen weiter hoch. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Dann werden wir es hochziehen. Ja, so ist okay. Dann werden wir es ganz kurz nochmal kopieren hier. Dann nochmal auf die andere Seite tun. Und anpassen. Und voilà. Ihr habt prinzipiell schon mal das Sofa. Geben wir den die ganze Textur. Und jetzt machen wir uns noch Füße rein. Unser Würfel. Machen wir den Würfel so, dass es einfach Füße ergeben könnte. Ein kleiner. Und auch ein bisschen schmaler und ein bisschen tiefer. Denke, so ist okay. Nehmen wir uns ein Klonobjekt. Tunnelwürfel in den Kloner rein als Gitter, dann mit der Maustaste und wir natürlich nur eins, weil wir haben nur eine Ebene und dann werden wir uns die Füße so stellen, wie wir die haben wollen und auch die Menge, weil machen wir ungefähr sowas. Ah, nicht so viele. Ich denke, 3 ist okay. Und bauen wir ein bisschen weiter raus. Jetzt ziehen wir ein bisschen weiter rein. Und natürlich auch nach unten. So. So ist doch schon mal ganz gut. Könnt ihr neue Textur machen? Farbe braun. Machen wir einen braun. Und das Braun machen wir auf unseren Kloner. So, voilà. Und jetzt machen wir uns ganz kurz nochmal einen Boden. Dann stellen wir den auf, euch das kurz zu zeigen. Licht. Und dort an Licht. Dort ein Licht und hier ein Licht. Das vordere Licht nochmal 70. Probieren wir beide an. Also alle drei Schatten mal auf weich. Und voilà, habt ihr jetzt das Sofa. Jetzt machen wir nochmal Effekte rein. Das heißt Effekte, Ambient Occlusion und Global Animation. Und voilà. Jetzt, na, nicht wandern, sondern gucken wir mal, wie es aussieht.
So, und da habt ihr es. Sieht auch auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich meine, die Beine sind eher so provisorisch, weil es ist 40 Minuten. Könnt ihr natürlich noch ein bisschen mehr reinbauen. Beziehungsweise, okay, wie ihr sehen könnt, es ist ein bisschen mehr Luft. Dann machen wir halt einfach mal ganz blöd die Seitenlänge. Und das. Wie machen wir das? Und die Lehnen ein bisschen weiter nach oben. Und somit habt ihr das Problem eigentlich schon gelöst. Beziehungsweise könnt ihr euch eine andere Idee ausdenken. Ich meine, ist ja eigentlich egal. Gibt den Sprung. So, und das ist es. Jetzt könnt ihr eine verschiedene Farben geben. Und ja, im Endeffekt ist so, ihr könnt jetzt noch verschiedene auch Formen entwickeln, was ihr haben wollt. So, auf jeden Fall ist es schon mal prinzipiell geht das. So, ansonsten war's das. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie am Anfang auch erwähnt, wenn ihr andere Möbel wissen wollt, zum Beispiel im Badezimmer, irgendwelche gewisse Dinge oder eine Waschmaschine, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich widme mich denen gerne. Und ansonsten lasst doch mal ein Abo da und Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann, haut rein.